Herzlich willkommen bei NeuroBuddies, ich bin Mike. Bist du auf der Suche nach einem Weg, deinen Muskelaufbau auf das nächste Level zu bringen? Spielst du mit der Überlegung, in den Sport einzusteigen oder befindest dich noch am Anfang der Reise und möchtest gleich einen Blitzstart hinlegen und frühe Stagnation vermeiden? Dann solltest du in diesem Video besonders gut aufpassen, denn heute lernst du ein fundamentales, häufig vergessenes und wahrscheinlich noch häufiger falsch verstandenes Konzept. Das Überladen der Muskulatur über den gesamten Bewegungsumfang. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass der volle Bewegungsumfang trainiert werden sollte. Den Grund dafür zu kennen und zu wissen, wie du es umsetzt, ist dabei aber nicht garantiert. Also lass uns ansehen, was dahinter steckt und welchen Fehler du dabei unbedingt vermeiden solltest. Am Ende des Videos erfährst du außerdem, welchen unglaublichen Effekt diese Trainingsmethode noch hat. Je weniger Muskelmasse bereits aufgebaut ist, desto niedriger ist die Schwelle, die der Trainingsreiz erreichen muss, um weitere Muskelmasse aufzubauen. Die Übungsauswahl stellt also für einen Trainingseinsteiger weniger mit wachsenden Muskeln, aber auch eine wachsende Hürde dar. Das bedeutet im Prinzip, dass zum Beispiel Grundübungen bzw. Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig nutzen und überladen, wie Kreuzheben oder Bankdrücken, zu Beginn des Weges zum Traumkörper noch effektiver sind, im Laufe der Zeit allerdings an Effizienz verlieren und du somit Muskeln zusätzlich isoliert und unter anderem mit einem ausgeprägteren Bewusstsein für eine bessere Übungsauswahl trainieren solltest, um maximale Hypertrophie-Reize zu setzen. Das heißt allerdings nicht, dass es für dich als Trainingseinsteiger keinen Nutzen hätte. Auf der anderen Seite bedeutet es auch nicht, dass du als Trainingseinsteiger oder auch Profi keine Grundübungen machen solltest, da diese außer des Muskelwachstums auch einige andere Vorteile mit sich bringen. Das Überladen des vollen Bewegungsumfangs ist sowohl für Profi-Bodybuilder als auch Trainingseinsteiger von großem Nutzen, solange du Spaß daran hast und es nicht zu kompliziert für dich wird. Da du schon hier bist, vermute ich aber, dass du Freude am Lernen und Wachsen hast. Also schauen wir uns an, warum das so ist. Ganz grob, Muskeln bestehen aus Muskelfasern, welche in langsam zuckende und schnell zuckende Muskelfasern unterschieden werden. Je nachdem, in welchem Bereich des Bewegungsumfangs du einen Muskel trainierst, werden unterschiedliche Muskelfasern mehr oder weniger stark genutzt. Überladen wir beispielsweise den Bizeps brachii, den zweiköpfigen Oberarmmuskel im verkürzten Bereich des Bewegungsumfangs. Hier zu sehen, wenn die Last da groß ist, wo der Ellenbogen gebeugt und somit der Bizeps kontrahiert ist, werden für gewöhnlich überwiegend schnell zuckende, also Typ 2 Fasern vom zentralen Nervensystem und den Alpha-Motoneuronen aktiviert. Diese Muskelfasern generieren kurzfristig viel Kraft, haben dabei aber eine niedrige Ausdauer. Sie verfügen über mehr Potenzial, was Hypertrophie, also das Wachstum betrifft, als Typ 1 Muskelfasern. Slow-Twitch-Muskelfasern werden im Normalfall dann überwiegend genutzt, wenn der Muskel über einen längeren Zeitraum arbeitet, zum Beispiel beim Joggen oder anderen Ausdauersportarten. Was für uns sehr interessant ist, ist, dass diese Muskelfasern ebenfalls stärker in der Muskelarbeit involviert sind, wenn der Muskel im verlängerten Bereich des Bewegungsumfangs trainiert wird, wie zum Beispiel bei dieser Bizeps-Curl-Variante, bei dem der Hebelarm und somit die Belastung am größten ist, wo der Bizeps über die Elle verlängert, also der Ellenbogen gestreckt ist und der Bizeps sich der Dehnung annähert. Hierbei nimmt der Widerstand ab, je stärker der Ellenbogen gebeugt wird, da der Hebelarm kleiner wird. Dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Körper haben, ist dir sicher bewusst. Für dich könnte aber auch interessant sein, dass demnach auch unterschiedliche Muskeln unterschiedliche Faserzusammensetzungen haben, was unter anderem auch ein Grund dafür sein kann, dass du vielleicht gute Genetik in Sachen Muskelaufbau hast, also vergleichsweise mehr Typ 2 Muskelfasern, dafür weniger für den Ausdauersport gemacht bist oder andersherum. Lass dich aber auf keinen Fall von solchen Hindernissen einschüchtern, denn wenn du dein Ziel verfolgst, kommst du ihm so oder so immer näher. Beachte bitte, dass das Überladen nahe der Dehnung eine größere Gefahr für Verletzungen darstellt und du somit besonders auf eine angemessene Last und kontrollierte Ausführungen achten solltest. Kommen wir zu einem Fehler, den wahrscheinlich jeder von uns schon gemacht hat. Denn ein größerer Bewegungsumfang stellt nicht gleich einen größeren Trainingsreiz für den Zielmuskel dar. Häufig wird verwechselt, dass der aktive Bewegungsumfang, also der Bereich, in dem der Muskel aktiv gegen den Widerstand arbeitet, deutlich kleiner ist als der Bewegungsumfang der Übung oder des Gelenks, wenn wir Gravitation und den Hebelarm nicht mit in die Gleichung nehmen. Ein häufig vertretenes Beispiel ist der Kurzhantel-Kickback für den Trizeps. Die Hantel zieht immer nach unten. Hier ist der Hebelarm, also die einwirkende Last, am größten. Hier wirkt kein Widerstand auf den Trizeps. Und hier werden sogar die Armbeuger trainiert. Du siehst, dass der Trizeps bei dieser Übung einen sehr kleinen aktiven Bewegungsumfang hat und sich somit unter sehr kurzer Zeit unter Spannung befindet. Um nun das Widerstandsprofil der Übung anzupassen, empfiehlt sich so gut wie immer der Kabelzug oder die Anpassung der Position des Körpers. Andererseits kann und sollte ein bestimmter Bereich im Bewegungsumfang immer, zumindest langfristig und wenn der Zielreiz des Trainingsplans nicht etwas anderes besagt, durch Übungen, die andere Bereiche des Bewegungsumfangs überladen, ergänzt werden.
Der Kickback eignet sich optimal für das Überladen des Trizeps im maximal verkürzten Bereich. Also sollte der Widerstand da am größten sein, wo der Trizeps maximal verkürzt ist, um maximale metabolische Reize zu setzen, welche Laktattoleranz und die Glukosespeicherung des Muskels verbessern. Um den Trizeps im verlängerten Bereich, also nahe der Dehnung, zu trainieren, empfiehlt sich eine Überkopfübung. Da der Trizeps mit seinen drei Köpfen relativ komplex ist, erkläre ich dir das optimale Trizeps-Training in einem der kommenden Videos. Die gängigste Übung ist das Überkopf-Trizeps-Strecken mit Kurzhanteln. Hierbei müssen die Ellenbogen nicht durchgestreckt werden, da der Widerstand an der höchsten Position sehr gering bzw. nicht vorhanden ist und diese Übung sich besser dazu eignet, den verlängerten bzw. maximal verlängerten Bereich zu überladen. Alternativ kann diese Übung am Kabelzug ausgeführt werden, wobei und da sich je nach Position des Zuges das Widerstandsprofil ändert und sich somit optimal anpassen lässt. Zusammenfassend rate ich dir, diese Technik nach und nach einzuführen. Taste dich zuerst bei Muskeln, die nicht zu komplex zu trainieren sind, heran, um ein Gefühl dafür zu bekommen und verschiedene Übungen auszuprobieren und zu verstehen. Du musst nicht in jedem Training den vollen Bewegungsumfang überladen, was aus Zeitgründen auch nur mit perfekten Maschinen möglich wäre. Es reicht, es regelmäßig in deinen Plan einzubauen oder, wenn du fortgeschrittener in der Trainingsplanung bist, Phasen in deinen Trainingszyklus einzubauen, in denen du dich auf einen bestimmten Bereich des Bewegungsumfangs fokussierst, da dabei unterschiedliche metabolische und mechanische Reize gesetzt werden, was wiederum, wie vorhin erwähnt, verschiedene Anpassungen zur Folge hat. Mehr dazu aber bald. Nun zu meinem Geheimtipp. Das Training im maximal verlängerten Bereich ist ein ausgezeichnetes Tool, um ohne ewiges Dehnen effektiv und langfristig am Bewegungsumfang zuzulegen, lästiges Knacken in Gelenken und in einigen Fällen sogar Schmerzen unter Belastung loszuwerden. Wie das Ganze funktioniert und du mit Hilfe dieser Methode ganz spezifisch extrem starke Knie bekommst, erfährst du im nächsten Video. Von einem Abo haben wir also beide was. Bis dahin, hier noch mehr Tipps zum Muskelaufbau. Bis bald!